Der Chaos Computer Club hat ja an Weihnachten immer den Kongress, das ist der 33C3, und ich hatte die glorreiche Idee, was ich im Nachhinein als ziemlich bescheuert darstellen wird, dass ich euch mal ein paar von den Videos, die ich für interessant halte, einfach zusammenschnipsel, damit ihr ein paar Teaser habt, damit ihr wisst, in was ihr reingucken könnt, wollt, wie auch immer. Also, das sind jetzt keine vollständigen Videos oder vollständige Inhaltsangaben, sondern einfach nur Teaser, die euch dazu verleiten sollen, die Videos ganz anzugucken. Ihr findet die vollständigen Videos, also die Links auf die Videos und die ganzen Referenzen in der Videobeschreibung unter dem Video, das ist da, wo ihr auch diesen Daumen nach oben Button findet und natürlich am Ende des Videos. Wir fangen an mit Frank und Ron. Frank und Ron, der Einstieg ist, wie einfach ist es eigentlich, Verwandten, Freunden, Bekannten neue Geräte zu empfehlen? Fangen wir gleich an. Ist wahrscheinlich schwieriger geworden, oder? Wie seht ihr das? Wer findet, dass es leichter geworden ist, was zu empfehlen? Nokia 3310 geht immer, das sehe ich auch so. Die nächste Sache, die wir angesagt hatten, war die Self-Service-Hausdurchsuchung. Wir hatten damals gedacht so an so niedliche Hunderoboter, die von Bundestrojanern befallen sind und Kameras in den Augen haben und dann durch die Wohnung schleichen. Interessanterweise braucht es das ja gar nicht, weil sich offensichtlich alle jetzt so ein Hallo digitalen Alexa. Assistant reinstellen. Wer hat denn sowas unter einem Weihnachtsbaum vorgefunden? So ein. Nein, du musst das anders fragen. Genau, wer kennt denn jemanden? Aha. Spannend war, dass in dem einen Fall, der gerade durch die Presse geht, ja gar nicht. Also natürlich ist da Alexa ganz vorne in den Schlagzeilen, weil das kennt jemand, aber erhebliche Details beigesteuert haben soll schon der Wasserzähler. Der IoT-Wasserzähler, der genau gesehen hat, wann besonders viel Wasser verbraucht worden ist. Und das war wohl irgendwie zwischen nachts um eins und nachts um drei oder so. Und es ist deutlich ungewöhnlich, dass da sehr viele Wassermengen verbraucht werden und man dann Leichen in der Badewanne findet. Irgendwie so war das, glaube ich. Ja, das glaube ich ging um die Blutspuren, ne? Standardpasswörter, wir vor 10 Jahren, und auch dieses Jahr wieder hochgepoppt und teilweise macht es einen dann ja fertig, wie wirklich auch Sicherheitsinfrastruktur, Hersteller damit umgehen. Die machen dann schnell ein Update. Ja, das war natürlich zu erwarten ist. Und in dem Update ist dann ein besseres Standardpasswort. Ja. Mit mehr Sonderzeichen. Genau. Applaus, Applaus. Oh Mann. Computer-Aided Industriespionage genannt. Mittlerweile heißt es, glaube ich, wie heißt es? Industrie 4.0. Genau. Dankeschön. Da geht noch was. Ja, das Internet of Things. Ja. Also, und die haben Funk. Ne? Also in Berlin zum Beispiel können die, die Straßenbahnen sich die an den großen Trassen die Ampeln schalten. Über Funk. Sehr hübsches Protokoll. Haben sehr, sehr gut ausgedacht. Wie viel Megahertz? Nur alles der üblichen. Alles das Übliche. Ja, genau. Wenn man nur günstig Software-Defined Radios bekommen könnte. Wenn die nur quasi irgendwo verschenkt würden. Quasi. Die Überweisungen, die durch Trojaner ausgeführt worden sind. Dridex soll wohl insgesamt einen Schaden erzeugt haben von $10 Millionen in USA. Und Einzelüberweisungen sollen bis zu $2,1 Millionen betragen haben. Oho. So. Nur geschlagen durch so Phishing-Chefmaschen, wo Mattel, also die so Barbie machen und sowas, die haben einen neuen Chef gekriegt und dann hat sich jemand als dieser neue Chef ausgegeben und da sind wohl $3 Millionen überwiesen worden. Genau, geschlagen wurde das wieder nur durch die Zahlen, die im Rahmen von diesen SWIFT
Hacks in Anführungsstrichen gehandelt worden sind, wo wohl eine ganze Milliarde Dollar von der Zentralbank von Bangladesch irgendwie wegüberwiesen worden ist. Und dann haben sie aufgeräumt und das Geld zurückgeholt und da geht wohl erstaunlicherweise ziemlich viel und am Ende waren nur 81 Millionen Dollar weg. Super. Genau, die Werbebanner-Klickzahlen sind fake, die Up-Download-Zahlen sind fake, die Bewertungen sind fake, News ist fake. Wenn euch einer von Microsoft anruft, ist das fake. Von Dell auch. Der Typ von 1&1 ist auch gar nicht von 1&1. Wen hat's noch? Telekom, genau, wer ist von der Telekom angerufen? Guten Tag, Sie haben ein Virus. Entschuldigung, wer kennt jemand, der angerufen worden ist? Aha, ja. Also mittlerweile hat es so Ausmaß angenommen, dass ich tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal eine Mail von PayPal, also eine echte Mail von PayPal, ja, sowas soll es geben, bekommen habe. Und die nur durch Zufall nicht gelöscht habe. Ich dachte, ey, die ist aber echt wirklich gut gefaked, so. Und sie dann halt aufheben wollte, so als sozusagen so Beispiel, so wie gut das mittlerweile alles ist, und dann feststellt, die ist tatsächlich echt. Ja, bei autonomen Fahrzeugen, ist es dein autonomes Fahrzeug oder jemand anders autonomes Fahrzeug? Die Antwort ist natürlich, wenn es ein autonomes Fahrzeug ist, dann gehört sich das Fahrzeug hoffentlich selbst. Zur Sache mit den autonomen Autos kommen wir noch ein bisschen später. Jetzt ein Talk, der ist ganz anders und der ist auch wieder sehr stark zusammengeschnitten. Und zwar, da geht es um Mikroskopie. Ist jetzt in dem Sinn kein Hacker-Talk. Ich fand es aber ganz interessant, mit welchem Verfahren man versucht, die Grenzen der Optik heutzutage, ja, ich sag einfach mal, auszutricksen. Schauen wir mal rein. Hier habe ich mal ein Centstück mitgebracht. Und da drauf kann man so erkennen, da habe ich ein kleines Stück Glas draufgelegt, dass ein Deckgläschen auf dem Zellen angewachsen sind. Das können wir so noch nicht erkennen, einfach so mit einer Kamera fotografiert. Da müssen wir schon unser erstes Mikroskop hernehmen. Und das wäre ein Phasenkontrastmikroskop. Da sieht das erste Bild so aus. Wenn ich da jetzt weiter reinzoome mit 20-facher Vergrößerung, dann kann man schon ein bisschen mehr von den Zellen sehen. Und bei 40-facher Vergrößerung kann man tatsächlich die Kerne erkennen. Wenn man jetzt mehr Details erkennen möchte, dann muss man Fluoreszenz machen. Und wir bleiben bei derselben Vergrößerung wie bei der 40-fachen Phasenkontrastmikroskopie und wechseln zur Fluoreszenz. Und da fängt es dann irgendwie an, wirklich schöne Bilder zu liefern. Und wenn wir da jetzt in so eine Zelle nochmal ein Stück weiter reinzoomen, links ein bisschen Übersichtsbild und rechts schon eine Teilansicht von einer Zelle, dann kann man irgendwie sehen, ja, okay, da ist eine Menge los in so welchen Dingern. Und wenn ich da jetzt noch weiter reingehe, und zwar so weit, dass ich wirklich nur interne Zellstrukturen mir angucke, dann wird's irgendwie verschwommene Spaghetti. Und der Durchmesser von den Dingern ist 25 Nanometer. Jetzt kann man allerdings auf so einem Mikroskopiebild, was auf der rechten Seite ist, erkennen, ja, wirklich 25 Nanometer sind die nicht. Wenn man sich den Messbalken, den Scalebar anguckt, der ist ein Mikrometer, das passt irgendwie nicht. Die sind deutlich dicker. Verdammte Physik. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal von einer Beugungsgrenze gehört, aber viel wichtiger für die Fluoreszenzmikroskopie ist der junge Mann da oben. Das ist Baron Rayleigh. Baron Rayleigh? Ja, ich glaube schon. Er hat auf jeden Fall sich das Rayleigh-Kriterium ausgedacht. Und das war ein Kriterium, wann man zwei punktförmige Lichtquellen noch so gerade voneinander trennen kann, was der minimale Abstand ist. Und der ist für Fluoreszenzmikroskopie, weil die ganzen Farbstoffe, die wir benutzen, die uns unsere schönen bunten Markierungen machen, sind quasi punktförmige Lichtquellen. Das ist bei uns 250 Nanometer. Kleiner können wir keine Strukturen auflösen. Man kann diese Beugungsgrenze jetzt allerdings ein bisschen austricksen. Drei habe ich mal mitgebracht. Das eine ist die strukturierte Beleuchtung oder Structured Illumination Microscopy, kurz SIM. Dann stimulierte Emissionsverarmung, STET, und Einzelmolekül-Lokalisationstechniken. Was dahinter steckt, wie die Beugungsgrenze austricksen. SIM macht das mit Fourier-Transformationen. STET
schafft das mit Lasertechnik. Das heißt, die machen direkt etwas mit dem Licht, was auf die Probe fällt. Und bei der Lokalisationsmikroskopie, da wird das über massenhaftes Anfitten von einzelnen Signalen gemacht. Und ich fange mit SIM an. Erstmal, die strukturierte Beleuchtung funktioniert auf basierend auf dem Moyet-Effekt oder Moyet-Pattern. Da links kann man sehen, wenn man zwei Gitter hat und die nebeneinander verschiebt, dann entstehen lustige Muster. Wer jetzt auf der rechten Seite noch nicht so richtig viel erkennt, fangt mal an, euren Kopf zu schütteln. Kann man da was erkennen? Ich hoffe schon. Ich habe da oben da noch ein, was Kleines. Man sollte einen Menschen in einem roten Hoodie sehen. Das basiert auch auf diesem Moyet-Effekt. Und das benutzen wir auch in der Mikroskopie. Wir nehmen ein Gitter und beleuchten damit quasi. Also wir projizieren ein Gitter mit unserem Anregungslicht in unsere Probe rein, verschieben dieses Gitter, drehen es um 60 Grad, verschieben es noch ein paar Mal, drehen es wieder um 60 Grad und daraus machen wir Fourier-Transformationen aus diesen Rohdaten. Die sehen dann so pillenförmig aus und wenn man die alle übereinander legt, dann entsteht so eine schöne Blume. Da fragt man sich jetzt, Fourier-Transformation, hä? Also, das ist einfach nur eine Transformation vom Bild in den Frequenzraum. Das heißt, außen liegen die kleinen Frequenzen, die kleinen Bildunterschiede, kleine Helligkeitsunterschiede und in der Mitte die großen. Und was hier jetzt dabei rauskommt, sind die lustigen Blütenblätter außen. In der Mitte dieser Kreis, das wäre ein normales Mikroskopiebild. Und SIM, diese Verschiebungen und Rotationen, führen dazu, dass wir außen ein bisschen mehr Information aus dem Bild herauskriegen. Und dann wird mit dieser Technik das Ergebnis daraus. Und da kann man schon ziemlich deutlich sehen, dass da tatsächlich mehr Informationen aus so einem Bild rausgezogen wurden. Einfach nur, weil wir ein paar Mal hin und her geschoben haben und rotiert haben, also mehrere Bilder aufgenommen haben als nur eins. Das Schöne an dieser Technik ist aber auch, man kann die Rohdaten nehmen und vielleicht kommt irgendwer darauf, ey, wir könnten das vielleicht noch viel besser machen. Vielleicht ist dieses Gitter nicht eine perfekte Sinuswelle und wir haben eine Korrektur dafür gebastelt. Und dann haben wir eine bessere Software, eine andere Software, in die wir es nochmal reinstecken können. Und dann wird unser Bild noch besser. Rohdaten sind geil. Wenn ihr eins mitnehmt, dann nehmt Rohdaten sind geil mit, okay? Jetzt geht's weiter zu der Lokalisationsmikroskopie. Da habe ich drauf gearbeitet, da habe ich meine Doktorarbeit drin geschrieben. Und die Technik heißt Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy oder kurz D-Storm. Finde ich schön, ja. Und es geht im Prinzip um Blinken. Wir schütten eine Chemikalie drauf, also photochemisch klären wir das, dass die ganzen Farbstoffe, die sich auf den Strukturen befinden, keine Lust mehr haben. So, einer von 2000 ist mal an, aber die meisten sind in einem Auszustand. Und wenn man sich das dann auf dem Mikroskop anguckt, dann sieht das so aus. Am Anfang drehe ich den Laser ein bisschen auf, also dafür brauche ich dann tatsächlich auch einen Laser. Und dann gehen langsam alle aus und dann fängt so einzelnes Blinken an. Und diese Signale sind tatsächlich Signale von einzelnen Molekülen, die so punktförmig sind. Und wenn ich diese Signale jetzt aufzeichne, so 10, 20.000 Bilder nehme ich davon als Rohdaten. Und dann wird aus so einem verschwommenen Bildchen da, so ein Bild, wenn ich das in die richtige Software. Wie das Ganze funktioniert, habe ich mal, herzlichen Dank an Ricardo Henriquez, der dieses tolle Video zusammengeklöppelt hat. Wenn man das Blinken vom Eiffelturm aufzeichnet mit sehr, sehr vielen Bildern, dann fängt man an, erstmal quasi die Signale zusammenzusuchen. Genauso ist es auch in der Zelle. Und dann rekonstruiert man das Bild Pünktchen für Pünktchen für Pünktchen. Und dann hängt die Auflösung nur noch von der Anzahl der Photonen ab und nicht mehr von den Begrenzungen, die wir mit unserer Optik haben. Das führt dazu, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, Mikroskope selber zu bauen. Weil so ein Spectral Demixing D-Storm, SDD-Storm gab es nicht. Hier habe ich mal ein Timelapse mitgebracht, wie wir unser tolles Mikroskop, was wir zusammengebastelt haben, gerade umziehen in einen neuen Raum. Das macht man doch nicht. Habt ihr nicht genug Geld, dass ihr euch das bestellen könnt? Basteln ist Wissenschaft. Und Wissenschaft ist Basteln. Dieses Mikroskop selber basteln funktioniert, weil es da auch eine offene Softwarelösung gibt, nämlich Micromanager, basiert auf ImageJ. Großartig. Aber was auch cool ist, dieses Bild hier, das ist ein Bild von meinem 12-Euro-Mikroskop, was ich hier auch mitgebracht habe. Das heißt, die Software, die modernsten Mikroskope ansteuern kann, kann auch das 12-Euro-Teil, was man bei dem Online-Versandhändler seines Vertrauens bestellt, ansteuern.
Die Software, die er hier am Ende empfiehlt, ich habe sie mal ausprobiert und ich war ganz offensichtlich zu deppert, die mit meinem USB-Mikroskop zum Laufen zu kriegen. Falls jemand von euch das auch probieren möchte und Erfahrungen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare und schreibt es bitte auch dazu, was ihr für ein Mikroskop verwendet. Würde mich jetzt wirklich interessieren. Der nächste Talk ist von David Kriesel, Spiegel Data Mining. David Kriesel, würde ich euch empfehlen, googelt mal danach. Er hat diesen hochinteressanten Talk vor ein, zwei Jahren über diesen Xerox-Bug gehalten und er ist hochinteressant, hochlustig und man kommt ein bisschen ins Grübeln, ob Archivieren, also digitales Archivieren von Dokumenten eine gute Idee ist. Hier in dem Talk spricht er aber über Spiegel Data Mining und was ziemlich langweilig klingt, hat am Ende Implikationen, über die man sich einige Gedanken machen könnte. Der Talk ist natürlich wieder stark verkürzt, schaut ihn euch ganz an, hier aber ein paar lustige Ausschnitte. Es ist schön, wieder hier zu sein. Mein Name ist David Kriesel, ich bin Informatiker aus Bonn und salopp gesagt versuche ich für meine Arbeitgeber aus großen Datenmengen Wissen zu ziehen. Und seit 2014 habe ich knapp 100.000 Artikel von Spiegel Online Gevorratsdaten speichert. Und das habe ich einfach niemandem erzählt. So. Und während ich da so 2,5 Jahre sitze und das niemandem erzähle, ist die Stimmung medial irgendwie umgeschlagen. Vor 2,5 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Und heute ist die Rede von Lügenpresse und Fake News. Und genau aus dieser Zeit des Stimmungsumbruchs haben wir jetzt einen riesigen Datensatz über den vielleicht größten Meinungsmacher unserer Nation. Rund um die Uhr, alle paar Minuten, schaut einer meiner Server vollautomatisch auf Spiegel Online nach, ob dort neue Artikel stehen. Und werden neue Artikel gefunden, dann werden die runtergeladen und abgespeichert. Das heißt, ich kriege die im Originalzustand, also vor allen Verbesserungen und Änderungen, die im Nachhinein vorgenommen werden. Und das ist natürlich viel aussagekräftiger. Man erhält einen unverfälschten Eindruck. Und es ist nicht so, wie wenn man Artikel runterlädt, die vielleicht schon Jahre alt und 1000-mal editiert sind. Und das nächste super einfache Feature ist der Veröffentlichungszeitpunkt von jedem Artikel. Aber richtig interessant wird's, wenn wir Features zusammen betrachten. Wir verwursten jetzt also mal Veröffentlichungszeitpunkt und Rubrik zusammen. Und dann können wir sehen, dass beispielsweise der Output in den Rubriken Panorama und Politik stabil ist, während Wissenschaft und Uni-Spiegel ganz schön zusammengestrichen wurden. Jetzt nehmen wir mal die Textlänge der Artikel dazu. Hier sind die typischen Artikellängen im Spiegel angegeben, und zwar pro Rubrik. Und man sieht, dass der typische Kulturartikel fast 3-mal so lang ist wie der typische Panorama- oder Sportartikel und immerhin noch doppelt so lang wie der typische Politikartikel. Und jetzt hatten wir schon gesehen, dass Panorama, Sport und Politik genau die drei dominierenden Ressorts sind. Und daraus können wir folgern, dass Spiegel Online es eher auf Reichweite anlegt und auf Abdeckungsbreite als auf Tiefe. Ne, hier ist zum Beispiel ein Diagramm, das zeigt das Veröffentlichungsvolumen pro Wochentag und Stunde. Ne, die Zeilen sind die Wochentage und die Spalten sind die Stunden eines Tages. Wir sehen hier, zu den unchristlichen Zeiten wird viel weniger veröffentlicht. Ne, bahnbrechende Erkenntnis. Auch der Spiegel-Online-Redakteur möchte mal schlafen. Zweitens, in der Data Science findet man aber auch immer wieder Systematiken da, wo man keine erwartet hat. Wir färben jetzt mal jeden dieser Blöcke ein nach der typischen Textlänge. Ja? Rote Blöcke enthalten typischerweise lange Texte und blaue Blöcke eher kurze. Und zack, die typische Länge der veröffentlichten Artikel, die ist von Montag bis Freitag zwischen 5 bis 6 Uhr früh am größten. Das gleiche am Wochenende, hier gibt es zum Tagesstart auch nur längere Artikel, ein bisschen später natürlich. Ne? Und das Rätselslösung zu diesem Phänomen kommt später noch. Und als drittes ist die Data Science natürlich auch dazu da, fieseste Vorurteile zu schüren. Die Kulturwissenschaftler, die Kulturwissenschaftler veröffentlichen typischerweise später. In der oberen Verteilung sind alle Artikel außer Kultur, ja, da ist ab 5 Uhr morgens Aktivität. Und in der unteren Verteilung sind die Kulturartikel, da geht es mindestens 2 Stunden später los. Aber zum Ausgleich gehen die auch früher nach Hause. Manche Artikel werden natürlich auch vorab gescheduled, ne? Das will ich hier fairerweise dazu sagen. Und ich mache das auch als Ermahnung, dass ihr, wenn ihr darin arbeitet, immer nochmal selbst nachdenken müsst, wenn ihr was ihr aus solchen Auswertungen wirklich folgern könnt. Ne? Besonders dann, wenn ihr schon mit einem Vorurteil da reingegangen seid, so wie wir jetzt. Es wäre doch mal ein nettes Feature, wenn wir mal die Autoren aus den Spiegelartikeln rauslesen. Wenn man zu jedem Artikel eine Liste an Autoren hat, dann weiß man ja nicht nur, wer jeden Artikel geschrieben hat, sondern man weiß auch, wer mit wem schreibt.
Aus diesen Wichtigkeiten können wir dann eine Autorenlandkarte bauen. Und hier ist sie. Der Punkt ist, wir haben wirklich jetzt relativ genau von außen durchleuchten können, ja, wer intern mit wem in einem Team steckt. Und der Witz ist, schaut die ganzen grauen Bubbel an. Ja, die sind grau, weil sie nicht mehr über das Spiegelimpressum zugeordnet werden konnten. Das sind zum Beispiel ausgeschiedene Kollegen. Ja, der Spiegel-Chefredakteur ist kürzlich auch grau geworden. Ja, und das sind aber durch ihre Nähe zu den gefärbten Gruppen können wir die trotzdem Gruppenteam zuordnen. Wir können also was über die sagen, obwohl wir eigentlich gar nichts über die wissen. Und sowas ist dann interessant. Wir können also einfach live von außen über die Personalstrukturen Buch führen. Aber jetzt, ihr wartet bestimmt schon alle zum politisch inkorrekten Teil. Ich möchte euch nämlich für was sensibilisieren. In diesem Plot ist jede Zeile ein Autor und von links nach rechts vergeht die Zeit. Und jeder farbige Strich ist ein vom jeweiligen Autor veröffentlichter Artikel. Und wenn wir die Autoren kennen, und das tun wir ja jetzt, dann wissen wir natürlich auch sehr genau, wer wann veröffentlicht. Bei den Leuten, die Tagesgeschehen veröffentlichen, ist die Dichte höher. Und das heißt, wir wissen bei denen umgekehrt auch relativ gut, wann die Urlaub machen. Das sind nämlich die Lücken in den dicht gefüllten Zeilen. Und wenn wir aber die Urlaube ungefähr kennen, dann wissen wir auch ungefähr, wessen Urlaube sich überproportional überschneiden, ne? Sachen wie Weihnachten, die fast alle Urlaub machen, die kann man ja einfach rausrechnen. Ne? Und ich appelliere jetzt an eure Berufserfahrung und mutmaße mal ganz wild, dass ihr auch schon mal Kollegen hattet, die irgendwie immer gleichzeitig in Urlaub waren. Ne? So, also Spaß beiseite, aus solchen Daten kann man ohne weiteres lesen, wer mit wem was hat. Ne? Jetzt wisst ihr auch, warum ich die Autoren hier anonymisiert habe. Es ist übrigens total klar, dass das, was wir hier finden, nur die nicht alles Pärchen sein müssen. Ne? Das sind die Pärchenkandidaten. Aber wenn man an der Praxis an sowas interessiert ist, dann ist man damit ja schon mal auf 99% des Weges zum Ziel. So, den Spiegel haben wir jetzt ganz gut durchanalysiert. Analysiert. Ich fange jetzt gar nicht mit Wortspielen an. Wie schaut es bei euch dieses Jahr mit Urlaub aus? Seid ihr auch welche, die immer eure Flugtickets da so lustig entweder im Hemd stecken haben oder damit durch die Gegend wursteln? Oder sie vielleicht auf Instagram posten? Für alle, die sowas tun, hat Carsten Nohl einen schönen Talk, der heißt Where in the World is Carmen Sandiego? Macht in Deutschland relativ wenig Sinn, für die diese Serie nicht kennen. Schaut es euch mal an und überlegt dann, ob ihr in Zukunft beruhigt euren Flug buchen werdet. So we're talking about travel systems. And there are three main players or actors in the commercial travel world. There are those people who provide traveling, airlines and hotels. There's those people who help you book them, Expedia, websites like that, or traditional travel agencies. And then there's brokers who make sure that whatever is available can be booked through those agents. So it makes sense to have these systems because, of course, one seat on an airplane shouldn't be sold multiple times, so there needs to be a global inventory somewhere. And consequently, these booking systems, they maintain three types of information. The first one you're probably most aware of are the prices. The next important data item in there is availability. So not everything can be booked that has a price. There needs to be a seat available at a certain booking class. And finally, when somebody does find an available seat to a fare that they want to purchase, that is then converted into reservation. So this is after the seat is taken, right? And you may have seen some of this information before on travel websites. Let me just show you the one that I like to use the most. The ITA Matrix has been bought by Google a few years ago. Now, what's different for this website is that they give you a lot more details if you know where to click. What I like in this website is the rule. So this is real data that is kept in one of these GDS systems. And this already looks like the 70s, right? This would usually be shown on a terminal, maybe green font on black background. And then it has all these other rules in here. For instance, you cannot cancel this ticket, right? It's non-refundable, but you can change it for a fee, right? And this goes on and on and on, right? Now this, you may be surprised to hear, is the only form in which these fares are available. There isn't an XML, there isn't a web service. This is how the airlines publish them. And on a website like Expedia, they have to write a parser for it to be able to present flight options to you, right? So
You may have noticed if you try to change or cancel flights, they don't allow that through websites often. Expedia, for instance, doesn't. You have to call them. And if you call them, they say, give me a moment, I have to read through the fare rules, right? So in that case, they just didn't pass all this information. So let's assume they did that and you did book something. Then the third data item is created in one of these GDS, and that's the passenger name record, PNR. And that looks something like this. Again, you know, just the same 70s, 80s style, with lots of private information. Ed Hasbrook, he's a privacy advocate in the US. He was kind enough to make this available on his website for all to see what information is kept. So contact information, of course, things like email. This one shows you again how old these systems are, so they don't have to add character, right? This is using a character set from punch cards. In a punch card, you had 6 possible punches per character. So everything here needs to be encoded with a 6-bit character, and there's no space for add. So all ancient stuff, but still a possible privacy hazard, right? You wouldn't want anybody to access this kind of information about yourself. I'll call it booking code. It's a 6-digit code, right? That when you check in online, you need that code. Right? And you only need that code and your last name. So you would imagine that if they treat it as a password equivalent, then they would keep it secret like a password, right? Only they don't, but rather print it on every piece that you get from the airline. For instance, on every piece of luggage, you have your last name and a 6-digit code. On your boarding pass, it used to be there and then it disappeared. And then these barcodes showed up, right? So it's inside the barcode. If you decode the barcode, there's the PNR in there. I erased it here because this is still for valid booking. This is supposed to be the only way of authenticating users. Could it get any worse than somebody printing your password on a piece of paper that you throw away at the end of your journey? Of course, the internet can make it worse, right? On Instagram. So you got all these bookings, and in fact, there was one guy here. You see, he actually erased the information, but for one who knows what's up, there's 100 who don't, right? And this is really all the information you need. I saw a Lufthansa one just now. Where was that? Yeah. So here's a Lufthansa one. This is from today, from posted by Marky at Frankfurt, right? So this is really all you need to get somebody's. Let's see if this works. Yeah, sure enough. So Marky M on Instagram is apparently Markita Motulova, and this is her booking reference. I was debating whether or not to show this, but you guys are going to do it anyway when I'm done with this, right? Okay. So a flight today from Munich through Frankfurt and then on to Seattle. And let me point out one thing here. So what I wanted to point out is that this isn't even a Lufthansa ticket. So she checked in with Lufthansa in Frankfurt. But if you look at the ticket number 016, that's a United ticket. And it also includes flights on Alaska Airlines, for instance. So any of these airlines have full access to this PNR, and many of them will just grant people access to it if they know the PNR and the last name. And what kind of abuse arises from this? Of course, you can now use this PNR, log in on Lufthansa, as I've just done, or a more generic website, like Check My Trip, and look up people's contact information at the very least. So you can
depending on the airline, call them up or even use their website to cancel the ticket, and then issue a refund to you inside the PNR, and then use the money that's freed up there to book a new ticket, right? Some airlines also give you MCOs, miscellaneous charges orders. The Americans will know this very well. Every time you get bumped from a flight, they give you an MCO. Sorry, we can fly you home today. You'll have to go tomorrow. But here's $1,000 towards a new ticket, right? It's real airline cash. And those same MCOs you can issue based on flight cancellation. So you cancel somebody else's ticket and you get airline money to book your own ticket. And again, there are no passwords involved. The only authenticator is this six-digit sequence that people post on Instagram, print on their boarding passes, and that Nemanja should be able to brute force on their websites. Und weil wir gerade so schön beim Fliegen sind, die Cockpits sind ja relativ gut durchautomatisiert. Richtig gut passend, damit von Bernd Sieke den Vortrag What's he doing now? Schau mal rein. What I'm going to talk about is automation in aircraft. And the idea is often, as he said, that it's just a computer and the pilot doesn't have to do anything. There's one saying that in modern airplanes there will only be one pilot and a dog. And the pilot is there to watch what the pilot is there to feed the dog, and the dog is there to bite the pilot if he touches anything. So that's not quite yet how it is. So there's a lot of automation on modern airplanes, and it's quite hard to get it right. And one of the reasons is that, unlike for many situations in cars or in rail vehicles, there is no default safe state. You can't just turn everything off and stop by the roadside. So you always have to decide, the engineers always have to plan for many eventualities, what can happen in the air, and decide what, given a certain set of circumstances, is the safest state for the airplane to be in. And that is not always unambiguous. And it's a very hard decision to make, and sometimes they get it wrong. And sometimes you just get into that situation where, in most cases, the set of values, the set of measured values that the system gets, where in most circumstances one set of decisions is the correct one, and you get into that situation where the computers get the same inputs, and that decision is the wrong one, and that may still lead to an accident. Those are very, very few and very rare, but these things can happen. So a few of the decisions that the engineers have to take when designing the automation in airplanes is what to do if things fail, if certain individual things fail, if a combination of things fail, little motors, little engines, sensors fail, some actuators fail, a hydraulic system fails, anything like that. What to do in that case with the remaining systems? And what to tell the pilots? Well, naively, you might assume the pilot wants to know about everything that is broken, every little valve, every little system that is broken on the airplane. But if a lot goes wrong at the same time, then the decision has to be taken, which of these things that have gone wrong are the most important for the flight crew to know? And that's not trivial at all. And it can very easily lead to sensory saturation of the pilots. So they don't know what is what anymore, because from all sides, alarms are blaring and there are lots and lots of displays that they have to watch. And so certain error messages are suppressed in certain states of flight, certain stages of the flight, so as not to overwhelm the pilot. And some things that may be essential to have on the ground, some functions, for example, the wing spoilers, those are the big flaps on the top of the wings that come up after touchdown, are important to have on landing to dump the lift so the airplane doesn't jump up again, because it is at touchdown still at a speed at which it could fly, at least for airliners. For small airplanes, it's a bit different, but airliners are safely above the very lowest speed they can go when they touch down. So they need to have some means to make sure they don't jump up again.
They still do sometimes, but not very often. But the spoilers destroy most of the lift, so deploying them in the air close to the ground is extremely dangerous. So the computer has to be absolutely certain, so to speak, to know that the aircraft is on the ground when it gives the command to deploy the ground spoilers. If it does that a few seconds too early, when the airplane is still 100 meters up above the ground, that will likely be a fatal accident. So in most, at least in most jet airliners, not in all propeller-driven, but in all, almost all jet airliners, there's an automatic thrust management. So the computer does not only control where the nose of the airplane points, but also how much power the engines produce. And there are two different, one might call them philosophies, between the two major airframers. And Boeing and most others too use back-driven throttles. So the computer sets the thrust and moves the thrust levers to match the commanded thrust position. And Airbus has a different system where the thrust levers remain in one position throughout the entire flight. Basically, after takeoff, when thrust is reduced for the main climb and cruise and descent and everything, they remain in one position, and the computer tells the engines directly which thrust to produce. And there's an argument which one of the systems is better, but I'll show you three accidents in which the thrust system, the throttle system, played a role. So the first one has a little video. You will see, I think there are two different camera perspectives. You will see two airplanes landing of the same class. They are small airliners, 200 people, something like that, 150 to 200 landing. And the first one is a normal landing. So it's already pretty slow, takes its time. And the next one is the accident flight. It's on the same day, it's only minutes apart, it's on the same airport, and you can see that one has slowed down and the other one is still going very fast. As you can imagine, that didn't end well. It was one of the worst aviation accidents, maybe still the worst to date in Brazil, where 200 people died. And as you can see, this is a transcript of the flight data recorder, the digital flight data recorder. And the first two lines are the interesting ones. It says TLA, that is thrust lever angle. And normally what happens on landing, just before touchdown, the pilot pulls both thrust levers to idle. The engine thrust goes down to idle, and then it touches down, engages reverse thrust, spoilers, brakes, everything to slow down. And what happened in this case is that the pilot only moved one of the thrust levers to idle and left the other there, put the one thrust lever in reverse, but not the other. And that led to the computer getting conflicting information about whether the pilots actually wanted to land or not. So it didn't deploy the automatic wheel brakes, it didn't deploy the spoilers, and reverse thrust only on one engine. So that went pretty badly. There were some people who made a case that moving thrust levers would have been a lot better in this case. Here's another throttle-related accident. And this time it was a Boeing 737 at Amsterdam Schiphol Airport. There was a small technical malfunction which caused the computers to think the airplane was actually 8 feet underground. That was the reading that it gave due to the way it works. And so it said, oh, I'm below 30 feet, I have to reduce the thrust to idle. And that's what it did, although it was still a couple hundred feet high, and the pilots didn't notice early enough and let the speed decay, and the wing stalled. And the way the auto thrust and auto throttle system works, in this case, if the thrust levers had been static, this wouldn't have happened because the pilots would have pushed the thrust levers above a certain detent, and it wouldn't have reduced the thrust automatically again. So it's very hard to say which system in total is better. You can count the accidents, maybe, in which it played a role, but there are so few, they're just really less than a handful in each case, so they're not statistically significant, so you can't really say by statistics alone which system is better than the other. They both have their own problems. So airplanes are one thing, another thing are cars.
One of the big differences is that pilots who are going to fly highly automated aircraft have to take a long training course beyond their pilot's license to learn the specifics of operating this specific aircraft. And maintenance is very highly controlled and regulated, so that's another thing. And the thing is, for cars in general, if something's wrong with the engine, you can just pull over to the right and stop, in most cases. And cars cannot just take off and take evasive action in the third dimension. And the automatic systems in the self-driving cars or the autonomous cars that we have today require constant monitoring. And if the systems work too well, then drivers may actually forget about it and think they are perfect and let their attention wander. Pilots sometimes are prone to do that as well. But the thing is that in cruise flight, if the automatics drop out, the pilots have on the order of minutes to react, really, at least several seconds. Whereas on a road car, if the automatics drop out and you're in a curve, you have fractions of a second to save the car with the current state of the technology. Und jetzt wird es schwer, einen Übergang zu finden. Es gibt immer so diese zwei Talks von jedem C3-Kongress, die man auf jeden Fall gucken muss. Das eine waren die Security Nightmares, da habt ihr vorhin schon reingeguckt. Und das andere ist der FNORD-Jahresrückblick. Da schneide ich nur ein paar Sachen zusammen, weil es ist einfach zu lang und zu schwer zusammenzufassen. Frank und Fefe, ich glaube, ich nehme einfach mal eine professionelle Einleitung. Das traue ich mir jetzt gar nicht zu, die beiden anzukündigen. Ich hoffe, ich greife Frank und Fefe nicht vor. Heute werden sie es wieder aus allen Rohren cybern lassen, während sie die Cyber-FNORD des Jahres 2016 für uns Revue passieren lassen. In diesem Sinne begrüße ich unsere beiden Cyber-Ninjas Frank und Fefe auf dieser Bühne und bitte um einen herzlichen Cyber-Applaus. Seid ihr alle da? Wollen wir anfangen? Na gut. Fefe hat mich gezwungen. Wir fangen mal an. So was, genau. Also wir haben so ein bisschen nach Bildern gesucht, die so das Jahr 2016 so richtig verkörpern. So. Und eines davon war dieses hier. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Unsere amerikanischen Freunde schickten dieses Bild zu diesem Thema. Die hat's auch etwas härter. Ansonsten können wir sagen, die Apokalypse ist endlich da. Und das kann man gleich an mehreren Sachen festmachen. Aber ich möchte vorab sagen, dass eine Ausrede schon mal wegfällt. Wir waren nämlich vorbereitet. Die Amazon Terms of Service wurden geupdatet und enthalten tatsächlich einen Abschnitt über die Zombie-Apokalypse. Punkt 57.10. Sie haben ihn gut, ein bisschen runterscrollen. Sie haben ihn gut versteckt, aber tatsächlich sind diese Terms of Service nicht mehr gültig, wenn die Zombie-Apokalypse eintrifft, die Sie sehr präzise beschrieben haben. In China, wenn man versucht, eine Prüfung in einem Stadion zu schreiben, auf einem Hocker. Also der Hintergrund hiervon war, dass die Schulen wegen Smog geschlossen waren. Und dann hat der Rektor gesagt, dann machen wir die Prüfung halt draußen. Draußen sah es so aus. Ja, 2016 war eigentlich in jeder Hinsicht ein Ausnahmejahr. Wir haben ein paar Sachen aber rausgesucht, die uns besonders exzeptionell erschienen. Ja? Und zwar ganz vorne auf meiner Liste dabei ist Frankreich. Genau, die haben nämlich Ausnahmezustand, schon seit 2015. Und 2016 haben sie mal wieder verlängert, bis ISIS komplett besiegt werden kann. Kann sich ein bisschen hinziehen. Ja, so. Aber wir sind uns sicher, ob will deliver.
Im Februar, völlig überraschend, Frankreich hat mal wieder den Ausnahmezustand verlängert. Aber nur bis Ende Mai, keine Sorge. Nur bis Ende Mai, keine Mai, genau. Wisst ihr, was im Mai passiert ist? Na? Genau, Frankreich hat den Ausnahmezustand verlängert. Oh, und im Juli. Und weil es so gut läuft, hat Erdogan gleich mitgemacht. Exportschlager nennt man das heute. Genau. Auch die Amerikaner haben ihren Ausnahmezustand verlängert. Hey, wenn man schon mal dabei ist, ne? Es läuft doch gerade so gut. Genau. Erdogan konnte auch nicht länger. Der musste auch noch mal verlängern, den Ausnahmezustand. Und wisst ihr, was im Dezember passiert ist? Na? Hey, Frankreich hat den Ausnahmezustand verlängert. Ja, wie sowas dann auf der Straße aussieht, konnte man in Brasilien beobachten. Die hatten ja da, was war's, Olympiade war's, ne? Die Olympischen Spiele. Ja, die Olympischen Spiele. Da konnte man im Straßenbild solche Leute auch. Ja, Sicherheit ist wichtig, ich meine, da sind wir uns alle einig. Terroristen könnten ja auch mit Hubschraubern kommen oder so. Aus der Ferne sah das dann so aus. Und jedenfalls die Medien dieses Jahr. Wir haben lange nach so einem Bild gesucht, was so die Medien dieses Jahr zusammenfasst, und dann kam mir dieses Bild hier unter. Und ich denke, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss. Aber alles in allem sahen die Zukunftsaussichten für 2016 ungefähr eher so aus. Und dann haben wir uns gefragt, warum eigentlich? Also was ist eigentlich der Grund dafür, dass es alles so ein bisschen komisch ist? Und dann haben wir ein bisschen gesucht und haben einen Mann gefunden, der zumindest dann großen Spaß dran hat. Das ist dieser Herr, der ist, heißt Wladislav Surkov. Der ist in der Sowjetunion, also Russland, zuständig für das Aufrechterhalten der Ordnung. Der hat halt so Dinge getan wie so eine Jugendorganisation gegründet. Und der hat dann auch schon mal so eine Oppositionspartei gegründet, ne, und finanziert. Und mit Kremlgeldern, ja. Mit Kremlgeldern so. Und sein Modus operandi ist dann halt immer, dass er es hinterher durchsickern lässt, dass er es getan hat. Das heißt also, er macht da irgendwas, zum Beispiel gründet so eine Partei oder finanziert irgendwelche Nazi-Skinheads oder... Oder die Gegenorganisation zu den Nazi-Skinheads. Oder auch irgendwie eine Menschenrechtsorganisation oder so. Und dann lässt er hinterher durchsickern, ach übrigens, die Kohle kam von mir. Ja. Der Sinn dabei ist, dass er Realität zerstört. Das heißt also, er raubt damit den Menschen jegliche Orientierung. Weil alles, was sie so an Positionen haben, an allem, was, wo man sich so festhalten kann, so Helden, Organisationen, Positionen und so, wird alles komplett virtualisiert. Der soll so ein bisschen heute so unser Maskottchen sein, Wladislav Surkov, für den Abschnitt über die Realität. Weil früher gab es so diesen... Da war die Welt noch einfach, da hat man einfach gelogen. Ne? Genau, da hat man halt einfach seine eigene Realität geschaffen, da sind Massenvernichtungswaffen, wir müssen da einmarschieren. Hat da so ein bisschen Vogelsand von der UNO geschüttelt. So. Doof daran ist nur, dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke und macht einem die schönsten Geschichten mit Fakten kaputt. Ja. Leider keine Massenvernichtungswaffen zu finden. So. Selbst die CIA muss es zugeben. So. Ist doof, ne? Will man nicht haben. So. Ja, so geht das nicht. So geht das nicht. Da guckt er ganz böse. Neu und hot ist aber Realität komplett kaputt machen. Und da hat er einen sehr gelehrigen Schüler gefunden, nämlich Herrn Trump. Und sagt halt so, ich bin eigentlich nicht provokativ, so nein. Und ich mag aber... Außer wenn doch. Außer wenn doch, genau. Und Experten, ganz wichtige Sache so, ne? Also stellt sich viele Experten an und hört ihnen zu, aber... Oder auch nicht. Experten sind gut und wichtig, aber ich brauche keine. Will Präsident werden oder auch nicht Präsident werden. Das ist halt sozusagen so ein Quantenzustand von Realität. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, so, da gab es doch was, da gab es doch noch so eine andere Person mit roten Haaren. Tut uns jetzt wirklich leid, wenn wir Kindheitserinnerungen kaputt gemacht haben, aber Realität ist sowieso vorbei. Der hatte dabei, als die Panama Papers geleakt wurden, hatte der so ein paar kleine... Kontinuitätssprünge. Genau. Die waren so Montag... Privatangelegenheit. So,
Also man sieht so eine progressive Verschiebung von Realitäten. So, also man beachte, deswegen haben wir es extra drin gelassen, es war die BBC, die diese Zusammenstellung gemacht hat. Also Staatsfernsehen, daher muss man also auch mal... Also das ist jetzt der neue Normalzustand, gewöhnt euch da mal dran, ja? Genau. Auch Google hat sich dran schon gewöhnt, ne? Das ist alles noch so ein bisschen unwissenschaftlich, ja? Deswegen haben wir mal geguckt, ob wir da nicht einen Indikator finden können, der funktioniert. Und wir haben, glaube ich, einen gefunden. Und unsere Machine Learning-Systeme haben tatsächlich was gefunden, nämlich den Regenschirm. So, hier gibt es einen, das ist eigentlich fast wie so eine Bravo-Love-Story, wenn ihr mal genau hinguckt. Wir machen jetzt mal einen Übergang und dann guckt ihr mal, ob ihr den Unterschied erkennt. Ja? So, nochmal zurück. Nee. So, am Anfang hat jeder einen Regenschirm. Ja, seht ihr das? So, weiter. Und jetzt haben sie zusammen einen Regenschirm. Oh. Moment. Ja. Aber Regenschirme sind auch noch andere Indikatoren, ne? Also nicht nur so für politische Zusammenarbeit zwischen Ländern. Also auch für die Beurteilung von Politikern sind die sehr gut geeignet. Zum Beispiel. Ja, kann der was in schwierigen Situationen? Ja. Kann was, ne? So, ist er eher so egozentrisch oder eher so ein bisschen... Hilft er auch anderen? Hilft er auch anderen, so, ne? Ist die Ehe noch intakt, ne? Auch irgendwie so ein... Ja, man muss da aber vorsichtig zu sein, man darf nicht zu schnell schließen. So, aber diese Frage, ist das ein guter Politiker, geht ja darüber hinaus, ob der jetzt persönlich nett ist oder nicht, sondern es geht auch darüber, ob der bereit ist, für andere auch mal selbst zurückzutreten. Ja? Für den Vorteil anderer, die ihm wichtig sind, auch mal selbst Nachteile in Kauf zu nehmen. Und dieses Bild hat das ganz gut illustriert, insbesondere im Vergleich zu diesem Bild. Eigentlich wollte ich das Video mit einem Paukenschlag beenden oder zumindest mit einer Explosion. Das habe ich natürlich outgesourced an die Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Auch hier würde ich natürlich wieder empfehlen, das ganze Video anzugucken, weil ich habe böserweise an ein paar Stellen geschnitten und ihr werdet jetzt so nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist total lustig. Am Anfang eine Einleitung so zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz und am Ende schauen wir mal. In dieser Sinalco-Flasche ist die Chemikalie, von der wir reden wollen, oder? Ja, aber Moment, ich bin Sicherheitsbeauftragter. Oh, die ist beschriftet, hier ist ein Ausrufezeichen drauf, mit einer halbdurchsichtigen Stift. Wir gucken einfach so, mal. So, alle Chemiker jetzt mal weggucken. Wir schütten das zurück in den Vorratsbild. Alter, das Feuerzeug... Das Feuerzeug lag neben dem Tesla-Trafo, das ist auch super. Probieren wir mal. Also wir haben jetzt hier drin halt Alkohol, Dampf und hoffentlich genug Luft und demnach ein zündfähiges Gemisch. Das kennt ihr alle, das haben wir wie gesagt vor 2 Jahren auch schon gemacht. Warte das mal, sollen wir den Leuten vom CERT Bescheid sagen oder die können sich ja im Grunde genommen auch selbst... Ja, ist nicht. Ja, das, wir müssen mal langsam, sonst wird hier ja, nichts ja. mehr. Ich mach mal, ne? Da haben wir doch noch eine größere, oder? Warte mal. Das liegt natürlich an der Größe der Flasche, aber wir Wissenschaftler, wir skalieren gerne Experimente. Und das ist echt geil. Jetzt machen wir mal die Variante. Darf ich die? Ja, klar. Warum habe ich die, wo was drin ist? Frag dich mal, warum ich zur Seite gehe. Okay. Für die, die noch bei ihren Eltern leben, ja, ich spreche mit dir, mein Sohn. Nicht zu Hause nachmachen.
Haben wir übrigens auch nicht, nicht in eurem Zuhause. Haben wir übrigens auch nicht zu Hause gemacht. Wir haben uns diese Mikrowelle in Bottrop mal gekauft. Oh, das war geil, ne? Sind wir von eBay Kleinanzeigen. So, geht mal, also ist ein Erlebnis. Geht auf eBay Kleinanzeigen und sucht die billigste Mikrowelle, die ihr finden könnt. Die hat, glaube ich, einen 20er gekostet oder so. Dann steht ihr da zu zweit, parkt mit dem Auto vor der Tür, klingelt in irgendeinem dubiosen Haus an und so ein Typ mit so einem fleckigen T-Shirt und einer Jogginghose macht euch die Tür auf und bittet euch reinzukommen. Das ist dann der Punkt, wo du nachdenkst, brauche ich diese Mikrowelle wirklich? Ich bin draußen geblieben und habe den Motor laufen lassen. Oh, herrlich. Wir haben mal den Lauf gekürzt, weil wir uns nicht ganz sicher waren, wie das mit dem deutschen Waffenrecht aussieht. Was sagt der junge Mann da hinten? Das geht auch nicht in Saal 1. Nein, richtig. Ja, genau, das geht auch nicht in Saal 1. So, wir haben jetzt hier eine Konfetti-Beschleunigungseinrichtung, die vollkommen legal ist. Also ist im Grunde relativ einfach. Wer will, kann das nachher erklärt bekommen, wie man sowas baut. Natürlich hoch inoffiziell und nur unter dem Versprechen, dass er es nicht nachbaut. Wir haben hier einen relativ großen Hohlraum, den wir mit einer brennbaren brennbaren Zeug füllen. In diesem Fall ist es, ich glaube, Axe Dark. So. Und wir demonstrieren das einmal mit, wobei die das Papier rausnehmen sollen, oder? Warte mal. Okay. Ich lade mal. Ja, wir demonstrieren das Ganze mal offen, um mal zu zeigen, was passiert. Ich habe mir dabei heute alle Haare am Unterarm weggebrannt. Deshalb, ich weiß jetzt, wie man es halten muss. Er weiß jetzt auch, was er sich 1998 tätowiert hat lassen, aber... Und das nennt man jetzt einen Cliffhanger. Wird Reinhard das Zünden dieses, wie nennt er das Gerät, wie auch immer, überleben? Was wird weiterhin passieren? Wird dieses Gerät als Waffe gegenüber der nächsten Alien-Invasion eingesetzt werden? Wir werden es nie erfahren, außer ihr schaut dieses Video. Ich entlasse euch jetzt einfach, jetzt habt ihr lang genug durchgehalten. Ja, bis demnächst auf diesem Kanal. Servus.